Auch die CDU ist in unserer Jubiläumsausgabe mit einem Antrag vertreten. Sie wollte in ihrem Antrag Islamisten und terroristischen Bedrohungen konsequent begegnen. Ja, so Namen können Anträge tatsächlich bekommen und ich muss beim Aussprechen dieser Namen ein ernstes Gesicht machen. Also die CDU wollte in ihrem Antrag unter anderem mehr Personal für Staats- und Verfassungsschutz, um dem Anstieg von politisch und religiös motivierter Kriminalität besser begegnen zu können. Allein diese schrecklichen Anschläge der letzten Monate in Frankreich, in Belgien, letzte Woche in Deutschland vergegenwärtigen uns. Wir leben in Europa, wir leben in Deutschland und eben auch hier bei uns in Brandenburg in einer ständigen und in einer ständig hohen Bedrohung durch terroristische Anschläge. Und es ist eine große sicherheitspolitische Aufgabe aller, vor allem derjenigen, die in der Innenpolitik Verantwortung tragen, die Gefahren des islamistischen Terrorismus in Europa, in Deutschland und hier bei uns in Brandenburg einzudämmen. Meine Damen und Herren von der CDU-Fraktion, Sie haben uns hier einen Antrag vorgelegt, der Ihre rechte Flanke glätten soll. Das kann ich verstehen, das fordert Ihre Basis, dass Sie nach dem verpatzten Koalitionswechsel sich nicht mit wiederholenden Ergebenheitsadressen an die SPD-Fraktion andienen, sondern Positionen für konservative Inhalte und Themen ergreifen sollen. Aber, meine Damen und Herren, Konservatismus muss man auch können. Es sind 70 Tschetschenen hierher gezogen seit Anfang dieses Jahres, die sich also dem islamistischen Staat und dem Terroristen Abu al-Baghdadi unterstellt haben. Das zeigt uns ganz eindeutig, dass wir hier eine Situation haben im Land Brandenburg, die nicht losgelöst ist vom restlichen Bundesgebiet. Woher nehmen Sie eigentlich die Einschätzung, dass genau das nicht schon gemacht wird? Mit Ihrem Antrag erwecken Sie den Eindruck, dass es erforderlich sei, aus dem Parlament heraus solche elementaren Vorgaben zu machen. Meine Damen und Herren von der CDU, wenn es tatsächlich so wäre, dass der Landtag solche Beschlüsse fassen muss, so wäre das die Bankrotterklärung jeder Sicherheitspolitik. Der Verfassungsschutz hat in den vergangenen 10 Jahren sein Personal von ca. 133 auf knapp 100 abbauen müssen. Dem stehen ein zuletzt vielfältiger Aufgabenzuwachs und die erhebliche veränderte Sicherheitslage entgegen. Deshalb ist es aus meiner Sicht notwendig, auch den Verfassungsschutz wieder zu stärken. Die veränderte Sicherheitslage erfordert eben auch neue Antworten. Mehr Personal bedeutet auch mehr Kosten. SPD, Linke und Grüne sind gegen den Antrag der CDU. Lediglich die AfD unterstützte ihn. Folglich wurde der Antrag insgesamt abgelehnt.